Stefan Heim, der Versuch, Bezugspunkte zu finden. Deshalb die erste Frage. Gibt es eigentlich Zeilen oder Passagen in Ihren Büchern, deren Sie sich später geniert haben? Ich erinnere mich eines Märchens oder einer Erzählung beispielsweise, in der ein Fußballspiel 120 Minuten dauert, statt der üblichen 90 Minuten. Ja, das war ein Fehler. Und weiß der Teufel, was mich geritten hat, das zu schreiben. Aber ich kann nur sagen, dass auch der Mann, der es dann gesetzt und gedruckt hat, der hat es auch nicht gemerkt. Und dann kann ich nur Ihnen versichern, dass ich also wirklich weiß, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert. Ich muss mich dafür entschuldigen. Es gibt natürlich immer Dinge, die man mal geschrieben hat und wo man sich hinterher ein bisschen geniert und sagt, das müsstest du doch eigentlich anders gesagt haben. Ich habe so eine Tendenz, besonders als ich noch jünger war, mit vollem Munde zu schreiben und zu wortreich. Und ich habe dann auch versucht, in einigen Büchern Striche zu machen, bei einer Nachauflage oder bei einer neuen Auflage. Und dadurch sind sie auch ein bisschen besser geworden. Das erste Bild, das von Ihnen zu sehen ist, ist das Bild eines kleinen Kindes im Steckkissen, wie es in der Unterzeile des Bildes heißt. Ein Bild aus dem Jahr 1913. Dann gibt es ein Bild mit einem Urgroßvater. Die Familie, der Sie entstammen, ist eine Kaufmannsfamilie. Das ist richtig. Prädestiniert für den Journalistenberuf, für den Schriftstellerberuf, waren Sie von Herkunft eigentlich nicht? Nein, das war ich nicht. Aber irgendwie wusste ich schon, als ich etwa 13 Jahre alt war, dass ich Dichter werden wollte. Und danach habe ich eigentlich von Anfang an gelebt. Nun kommt, möchte ich sagen, dass mein Vater so eine Ader hatte. Auch er schrieb Gedichte. Und auch er hätte lieber geschrieben, als mit Trikotagen gehandelt. Das weiß ich. Aber er hatte eine große Familie zu unterstützen. 7 Geschwister, von denen 5 Mädchen waren. Die mussten erst unter die Haube gebracht werden, bevor er etwas für sich tun konnte. Und so ist er eigentlich nie dazu gekommen, sein literarisches Talent zu entfalten. Und ich habe dann angefangen mit Gedichten. Und dann aber auch sehr bald für Zeitungen geschrieben und für Zeitschriften. Das erste Gedicht, das Sie veröffentlicht haben, hat eine große Wirkung gehabt. Es war ein Erfolg. Eine unangenehme. Ein Erfolg, wenn man es an der Wirkung misst. Können Sie es noch auswendig? Eigentlich nur die ersten Zeilen. Wir exportieren, wir haben... Ich habe es hier aufgeschlagen. Ja. Ich würde Sie bitten, das mal zu lesen. Das Ganze? Das Ganze. Bitte. So gut ist es aber nicht. Wir exportieren, wir machen Export den Offizieren. Wir lehren Mord, wir speien Mord, wir haben in Mördern großen Export. Ja, es freut sich das Kind, es freut sich die Frau. Von Gas werden die Gesichter blau. Die Instruktionsoffiziere sind da. Was tun wir denn Böses? Wir vertreten doch nur die deutsche Kultur. Dazu wäre vielleicht zu sagen, dass ich das unter der Schulbank geschrieben habe. In was für einer Stunde? Ich glaube, es war Latein. So genau weiß ich es nicht mehr. Und dann habe ich es also in der nächsten oder übernächsten Stunde, die Religionsstunde war, bei der ich nicht dabei zu sein hatte, habe ich es zur Redaktion der Volksstimme getragen in Chemnitz. Und der Herr Redakteur Meyer hat das akzeptiert, zu meinem großen Erstaunen, zu meiner Freude und zu meinem Stolz. Haben Sie geahnt, dass dieses Gedicht Folgen haben könnte, geradezu lebensbestimmende Folgen? Nein, das nicht. Wenn ich es geahnt hätte, dann hätte ich meinen Namen nicht runtergesetzt. Hätte ich mir gleich ein Pseudonym genommen. Dann wäre all das vorübergegangen. Aber hätte ich das getan unter Umständen, wäre ich dann also nicht so rasch, wie ich musste, aus Deutschland weggegangen. Und es wäre mir ein ganz anderes Schicksal geblüht. Ich hätte vielleicht das Rauchwölkchen geendet über Auschwitz. Wer hat damals gegen das Gedicht protestiert? Nur die Nazis in erster Linie.
Sie fuhren nach Berlin, um dort Abitur zu machen. Sie haben Kontakt zur Linken gefunden in Berlin. Sie haben geschrieben, auch für die Weltbühne. Wie muss man sich das vorstellen, bei einem Oberschüler und dann Studenten in einen Kreis hineinzugelangen, der aus dem Nachhinein das bessere Deutschland war? Ja, in einen Kreis hineingelangen. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, hier habe ich was geschrieben, vielleicht gefällt euch das. In den Kreis selbst gelang ich erst in Prag hinein. Dort saß man zusammen, dort war die Gesellschaft ganz anders gruppiert. Einmal war ich in einer Schriftstellersitzung in Berlin, das war schon nach dem Januar 1933. Da war dabei der Franz Weißkopf, die Segers, ich glaube auch der Becher, noch so ein paar Leute. Und ich war überrascht über zwei Dinge. Erstens, wie leicht man da hineinkam. Das war in einer Wohnung bei Onkel Toms Hütte in der Nähe. Und zweitens, wie wenig die Leute, die da waren, darüber sprachen, oder vielleicht wussten sie auch nicht, was eigentlich geschehen war. Da erfuhr ich in dieser Sitzung, dass der Kisch schon nach Prag gegangen war. Das spielte eine Rolle für mich, weil ich dann ganz wenige Wochen später auch wegging und nach Prag und im Hause von Kisch, den einzigen Namen, den ich in Prag kannte, anlief. Das war im März 1933, als Ihr jüngerer Bruder Ihnen berichtete von der Verhaftung des Vaters und davon, dass Ihre Mutter Ihnen empfahl zur Flucht. Ja. Es gibt da ein Foto, das Sie als einen schmalen, 20-jährigen, vielleicht frühreifen Jungen mit einem kleinen Koffer in einer Prager Gasse zeigt. Wie war diese Flucht aus Berlin? Wie war die Ankunft in dieser fremden Stadt Prag? Ja, um Ihnen das zu schildern, mein Bruder kam nach Berlin, klingelte an der Tür, da wo ich wohnte, teilte mir das mit, was Sie eben kurz referiert haben. Und ich packte einen Rucksack und ging, ich hatte auch gar keine andere Kleidung, in Straßenschuhen mit dem Frühjahrsmantel, den ich hatte, zum Bahnhof Köpenick, weil ich mir sagte, dass die größeren Bahnhöfe wahrscheinlich schon bewacht sein würden, von Polizei oder SA oder was auch immer. Stieg in Köpenick ein, in den Zug, der nach Schlesien fuhr. Ich kannte Hirschberg, da hatte ich einen entfernten Onkel, der war der Badearzt. Da war ich mal gewesen und da wusste ich, dass wenn man also hinaufgeht zur Spindlerbaude, ist man sofort in der Tschechoslowakei, weil die Baude eigentlich damals geteilt war. Wenn sie jetzt auf die Toilette gingen, gingen sie in die Tschechoslowakei. Und das tat ich dann. Auf der tschechischen Seite standen ein paar Busse von Skifahrern aus Prag. Ich fragte einen der Chauffeure, können Sie mich nach Prag mitnehmen? Der sagte ja. Ich war ziemlich ermüdet, kaputt, die Schuhe durch, die Füße im miserablen Zustand. In Prag fragte ich mich dann durch zu der Wohnung von den Kisch. Die haben ja ein Haus da in der Nähe vom Altstädter Ring, in einer kleinen Seitengasse, das Haus mit dem Bären über dem Tor. Ich klingelte da und ging hinauf und da empfing mich die so gefürchtete Mutter der Brüder Kisch. Die war gefürchtet, darüber gibt es also mehrere Geschichten, wie die Jungs Angst hatten vor ihrer Mutter, aber das ist zu lang, das zu berichten, obwohl die Geschichten sehr komisch sind. Und die war aber zu mir ganz reizend und lud mich ein, ins Haus zu kommen. Und dann war der Dr. Kisch da, der Bruder vom Egon Erwin, der später dann Arzt in Spanien war bei den Loyalisten. Und der sah mich an und sagte, wie fühlen Sie sich denn? Ich sagte, meine Füße sind sehr kaputt. Und ich erinnere mich noch, wie dieser bereits grauhaarige Mann, etwas untersetzt, sich
mich bat er, mich hinzusetzen und dann vor mir niederkniete und meine Füße behandelte mit großer Zartheit und es war unbeschreiblich. Man fühlte also, hier war eine Familie, die kümmerten sich. Die haben mir dann auch die erste Übernachtung verschafft in Prag und von da an war ich eben dort und ich habe immer für Prag seither und für die Menschen dort ein sehr großes und gutes Gefühl gehabt, bis nach diesen Ereignissen dann, 68. Wie haben Sie sich über Wasser gehalten? Sie waren mittellos. Ich habe geschrieben. Ich war, glaube ich, der einzige deutsche Immigrant dort, der keine Unterstützung von irgendeinem dieser Komitees beansprucht hat. Allerdings musste ich sehr viel arbeiten, sehr viel schreiben und sehr viel Verschiedenartiges schreiben, weil der Markt war ja beschränkt. Es gab deutsche Zeitungen, es gab tschechische Zeitungen. Jeder war anders. Jede brauchte auch irgendwie was anderes. Und so lernte ich eben verschiedene Art, verschiedenes Schreiben, auch unter verschiedenen Namen. Es gab eine ganze Menge von Pseudonymen. Prag ist die Geburtsstadt sozusagen von Stefan Heim geworden. Das ist wahr. Der Stefan Heim wurde dort auf dem Postamt geboren. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich musste eine Postkarte nach Hause schreiben, dass ich angekommen war. Und musste irgendwie verlangen, dass man einen Absender angab. Und der Name fiel mir ein. Ich habe einen Cousin gehabt, der hieß Stefan. Den habe ich um seinen Vornamen beneidet. Also habe ich mir diesen Vornamen genommen. Und Heim kam irgendwie mir in den Kopf. Das weiß ich nicht mehr. Das hat nichts mit Georg Heim zu tun. Den kannte ich damals nicht. In Ihrem ersten Artikel, in dem Sie aus Amerika berichten, schreiben Sie, nach 8 Tagen, ich begreife alles, nach 8 Wochen, ich begreife nichts. Wie haben Sie die amerikanische Wirklichkeit des Jahres 35 erlebt? Ich glaube, was ich da gesagt habe, das entspricht genau den Tatsachen. Als ich 8 Tage da war, kam ich mir unheimlich klug vor, weil all das, was ich vorher über Amerika gelesen und gehört hatte, irgendwie zuzutreffen schien. Und nach 8 Wochen merkte ich, dass es überhaupt nicht zutraf. Dass die Konflikte, von denen ich gelesen hatte, ganz anders waren. Dass die Menschen anders reagierten. Dass die Amerikaner Menschen waren, an die ich mich überhaupt erst herantasten musste. Und das war natürlich für mich eine ganz neue Erfahrung. Und ich habe eine Zeit gebraucht, um das überhaupt zu begreifen. Das Günstige dabei war natürlich für mich, dass ich von vornherein nicht in irgendwelche Immigrantenkreise geriet, sondern immer und am Anfang schon hinein direkt in das Leben mit Amerikanern, ob das nun in diesem Studentenheim war, in diesem Fraternity House oder an der Universität oder überhaupt. Sie sind in späteren Jahren immer wieder nach Amerika zurückgekehrt, haben Freunde da. Wie erleben Sie Amerika heute? Amerika heute ist auf der einen Seite wieder diese Menschen, von denen ich bereits gesprochen habe. Auf der anderen Seite ist es heute, ich habe ein sehr dummes Gefühl, das werde ich versuchen, Ihnen zu beschreiben, dass da eine Entwicklung eingesetzt hat, die ich rede jetzt von der Zeit nach dem Vietnamkrieg, die irgendwie jener Entwicklung in Deutschland entsprach, die dann zu Hitler geführt hat. Nämlich die Niederlage, die die Menschen empfunden haben, das ein Trauma war, über das die Menschen nicht mit weggekommen sind und auf das sie zum Schluss reagiert haben, indem sie so taten, als ob sie stärker sein müssen als jeder andere. Genau diese Reaktion finden Sie heute in den Vereinigten Staaten sehr verbreitet und ich halte sie für sehr gefährlich. Und Reagan, obwohl er kein Hitler ist, spielt in dieser Situation genau die Rolle, die Hitler damals gespielt hat. Das ist etwas, was mich sehr, sehr bedenklich stimmt. Sie waren engagierter Antifaschist in Amerika, wurden Chefredakteur einer Zeitung. Also Chefredakteur, wissen Sie, ich war 24 Jahre alt, als ich Chefredakteur wurde.
Der Titel ist zu groß. Ich leitete das Blatt eigentlich nur. Das war's, aber schön, wenn Sie es Chefredakteur. Es steht so in Ihrer Biografie. Ja, die habe ich ja nicht geschrieben. Ne? Schlecht dotiert noch dazu, aber es hört sich natürlich gut an, vom Tellerwäscher zum Chefredakteur. Ja. Ihre Rolle als Chefredakteur oder als Leiter dieses Blattes fand ein Ende mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Das ist richtig. Wieso? Ja. Da waren die Menschen, die meine Zeitung unterstützten, die waren also grundsauer. Das war unvorstellbar, es war mir auch unvorstellbar im Grunde. Und ich versuchte noch irgendwelche Erklärungen, irgendwelche Motive zu finden, weil ich mir dachte, das muss doch irgendwie auch der Sache dienen, dieser Pakt. Vielleicht war er auch so gedacht, ich weiß es nicht, vielleicht war es so, dass die russische Regierung damals sagte, wir sind im Augenblick nicht genügend vorbereitet für den Krieg, wir müssen also jetzt nur 1-2 Jahre Zeit haben. Bloß es stellte sich dann heraus, als der Krieg begann, dass sie nicht keineswegs die richtigen Vorbereitungen getroffen hatten. Im Gegenteil. Und dass sie wirklich auch den Hitler unterstützt hatten. Es fuhren noch am Tage des Einmarschs in die Sowjetunion Züge mit Rohmaterial in westlicher Richtung nach Deutschland. Es war also doch ganz anders gewesen. Also die Zeitung, die sowieso am Hungertuche nagte, bekam dann überhaupt nichts mehr und es blieb nichts übrig, als zuzumachen. Weil sie eine Zeitung war... Der Volksfront. Und die Volksfront ging in dem Moment kaputt, wo dieser Hitler-Stalin-Pakt kam. Nicht, weil die kommunistische Seite der Volksfront desavouiert war. Das heißt, das war eine Phase tiefster Resignation? Tiefster Resignation, tiefster Depression. Ich wurde dann Verkäufer von Drucksachen, nicht? Also, das heißt, ich lief herum als Vertreter für eine Druckerei und akquirierte oder akquisitierte Aufträge und erhielt davon einen gewissen Prozentsatz. So viel, wie ich beim Volksfront bekommen hatte, bekam ich damit auch. Und ich konnte meine Mutter und meinen Bruder herüberbringen nach Amerika. Und dann nach einer Weile setzte ich mich hin und fing an, meinen ersten Roman zu schreiben. Das war ein Roman, den Sie Ihrem Vater gewidmet haben. Das ist richtig. Dem Andenken meines Vaters, der als Geisel verhaftet war. Das ist richtig. Der Fall Glasenapp, bei uns Hostages in Amerika. Warum ein Roman über den tschechischen Widerstand gegen die deutschen Okkupanten? Nur weil der Widerstand gegen die Nazis eine Sache war, die mir immer noch am Herzen lag, nicht? Und darüber zu schreiben, lohnte sich für mich. Zweitens, weil ich Prag kannte. In den 2 Jahren hatte ich es kennengelernt, kannte auch die Menschen dort. Und ob er ganz zutraf, ganz der Wirklichkeit entsprach, das weiß ich nicht. Das Interessante an dem Buch ist, das ist also fast in allen Ländern der Welt erschienen, auch in der Slowakei, aber nicht in Prag, nicht auf Tschechisch. Und zwar glaube ich deshalb, weil in meinem Buch der Eindruck gegeben wird, dass der Widerstand gegen die Nazis unter den Tschechen fast überwältigend war, während in Wirklichkeit, und jeder Tscheche wusste das, nach dem Krieg und während des Kriegs, in Wirklichkeit dort eine unerhörte Menge von Kollaborateuren gewesen ist. Und die Situation keineswegs so war, in Ansätzen war sie sicher so, wie ich sie beschrieben habe, aber nicht in dieser Kraft, nicht in dieser Größe. Aber das spielte keine so große Rolle in meinem Nachdenken. Mir ging es auch darum zu zeigen, mir ging es auch um das psychologische Element dabei. Nicht, wie funktioniert denn so eine Besetzung, so eine Besatzungsmacht? Wie funktioniert der Unterdrückungsapparat? Und dann auch psychologisch, wie ist das, wenn du im Gefängnis sitzt und weißt, du wirst also sterben? Und da war diese Gruppe von Geiseln im Gefängnis, die wussten, sie werden sterben. Wie verhalten sie sich? Brechen sie zusammen, halten sie durch oder wie ist das? Das ist die eigentliche Story des Buches.
Und die ist, glaube ich, so, dass man sie heute noch lesen und verstehen kann. Und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige am Buch. Natürlich auch der Widerstand, wenn er nicht in Prag war, in anderen Ländern war er ja. Das heißt, haben Sie das Buch eher geschrieben in Erinnerung oder um zu erinnern und bewusst zu machen die Situation von Opfern oder als Mittel auch, als Beispiel auch für den Kampf gegen den Nationalsozialismus? Die Frage, die Sie stellen, ist eigentlich noch umfassender zu stellen. Ist ja die Frage nach dem Zweck eines Buches. Warum schreiben Sie? Und warum schreiben Sie das und nicht etwas anderes? Und bei meinen Büchern ist das also von Hostages an eigentlich immer so, dass in ihnen auch eine Message enthalten ist, wie man das nennt, also eine Botschaft, eine Moral. Und diese Message, diese Moral, die ist eigentlich etwas, was zur Langeweile führt. Der will mich belehren, der will mir etwas eintrichtern. So ist die Reaktion des Lesers. Und darum habe ich bei allem, was ich geschrieben habe, diese Belehrung so verschachtelt, so verpackt, dass die Leute sie ganz unbewusst mitkriegen. Denn ich will ja etwas sagen. Ich will ja den Menschen etwas sagen, was mir am Herzen liegt. Ich glaube, das ist legitim. Ob es sich um Krieg oder Frieden handelt, oder um Nazis, oder um Atom, oder um Macht und Geist, oder wie auch immer die Probleme waren in meinem Leben, denen ich begegnet bin. Das wollte ich behandeln, das interessierte mich. Aber mich interessierte als Schriftsteller und als Romancier, interessierten mich die Menschen, die mit diesen Problemen konfrontiert sind. Interessiert mich die Story, das heißt die Entwicklungen, die Geschichte, die diese Menschen erleben, über die ich schreibe. Und interessieren mich die Widersprüche und die Spannungen, die dazu führen, dass diese Geschichte lesbar wird, spannend wird. Dass die Menschen, die es dann lesen, spüren, ja, da pulsiert etwas. So möchte ich das eigentlich darstellen. So entstehen diese Bücher bei mir. Bei anderen Schriftstellern wird es anders zugehen. Aber bei mir, wenn ich jetzt zurückdenke, ob es nun also eine Geschichte ist von der Revolution in Baden 48, 49, also dem Lenz, oder ob es der König David-Bericht ist vor 3000 Jahren, oder der Lassalle, der immerhin einer der fantastischsten Figuren des 19. Jahrhunderts ist, einer der Gründer der Arbeiterbewegung, oder ob das heute spielt oder 45 spielt in Schwarzenberg, jenem Ort der einzigen deutschen Landkreis, der nicht besetzt wurde 1945, oder wie auch immer, oder Kolin. Was unsere Gegenwart ist, nicht unser, mein Problem auch und das Problem aller Leute, die bei uns leben. Das Primäre ist nicht die Message, die kommt auch durch. Aber das Primäre ist, möchte ich sagen, der Kontakt, oder nein, auch das nicht, der Kontakt mit dem Leser, das ist auch wichtig. Aber dass ich etwas mir von der Seele unterschreiben kann und dass ich etwas erzählen kann, das ist, Gott, wissen Sie, die Spinne spinnt, nicht? Das gehört dazu. Das ist eine Funktion der Spinne. Als die Amerika in den Krieg eintrat, wurden Sie Soldat. Freiwillig? Ich hatte mich erst freiwillig gemeldet. Und das klappte aber nicht, weil ich ja immer noch feindlicher Ausländer war. Das konnten sie nicht akzeptieren. Dann wurde ich also eingezogen und als Rekrut wurde ich dann amerikanischer Bürger. Ich hatte allerdings vorher schon meinen Antrag gestellt, Bürger zu werden. Und das war im zweiten oder dritten Monat meiner Armeezeit. Und ich erinnere mich noch genau, kurz vorher
hatte ich mein erstes Gewehr bekommen. Ein altes Springfield 98. 98 heißt 1898. Also eine ziemliche Antiquität. Museales. Ja, aber es hatte zwei Läufe. Und zwei Patronen, nicht? Und es war ein hervorragendes Gewehr zum Scharfschießen. Und das spielt aber das ist nebenher, was es für ein Gewehr war. Es war ein Gewehr. Es war etwas, mit dem man sich zur Wehr setzen kann. Und ich weiß, dass ich einen Kloß im Halse hatte, als ich das Ding in die Hand bekam und zum ersten Mal damit stand in der Reihe mit anderen, die auch ein Gewehr gekriegt haben. Jetzt konnte ich mich endlich wehren. Ich war nicht mehr wehrlos der Verfolgung ausgesetzt. Das war natürlich symbolisch, nicht? Aber das war mein Gefühl da. Und als ich dann drüben war, wieder in Europa und an der Front, dann war ich ja in einem Dienst, in dem ich immer direkt mit den Deutschen zu tun hatte. Ob sie nun Kriegsgefangene waren oder ob ich zu ihnen sprach über die Linie hinweg mit Flugblättern oder Zeitungen oder über Radio Luxemburg. Immer war mein Verhältnis zu den Deutschen dabei eine Frage, nicht? Und die Frage, hast du diese Leute? Ja oder nein? Wenn sie, Bittere Lorbeer heißt das Buch hier in Westdeutschland, in der DDR heißt Kreuzfahrer von heute, ursprünglich hieß es The Crusaders. Wenn Sie das Buch lesen, da werden Sie sehr viel darüber finden, in den Empfindungen des Sergeanten Bing, als er zurückkommt nach Deutschland. Es ist ein sehr zwiespältiges Gefühl gewesen. Auf der einen Seite waren das Leute, die ich zutiefst kannte, aber da waren welche dabei, die musste ich hassen, die hasste ich auch. Und da waren andere dabei, die denen gegenüber ich also so ein Gefühl hatte, naja, also was soll mit denen gemacht werden? Und dann waren auch andere dabei, denen gegenüber ich fühlte, gib ihnen die Hand. Haben Sie an die Möglichkeit eines neuen Deutschlands gedacht? Ja. Konnten Sie sich eins vorstellen? Ich hoffte, dieses andere Deutschland oder Menschen zu finden, die dieses andere Deutschland bauen könnten. Bloß, dass dann die Sache am Ende schief lief. Das lag an ganz verschiedenen Gründen, über die man sich unterhalten kann, nicht? Ich habe jetzt auf diesen, mein letzter Roman, das war Schwarzenberg, das war der Roman über dieses kleine, winzige Gebiet im Erzgebirge, was 6 Wochen lang nicht besetzt wurde und wo tatsächlich eine demokratische, sozialistische Regierung in dieser Kombination 6 Wochen lang existierte, aus dem Nichts herausgewachsen. Spontan sozusagen. Und das war auch meine Idee. So ungefähr hätte das aussehen können oder aussehen sollen. Nicht, es musste geändert werden, die alte Gesellschaftsordnung, die alten Besitzverhältnisse. Denn die waren ja verantwortlich gewesen dafür, dass so etwas wie die Nazis an die Macht kommen konnten. Es musste auch eine politische Form gefunden werden, bei der das Volk, das inzwischen hoffentlich gereifte, einsichtig gewordene Volk, selbstständig über sein Schicksal entscheidet. Diese beiden Bedingungen waren damals meiner Meinung nach und sind es heute noch die Grundbedingungen für die Schaffung eines neuen Deutschen und nicht nur Deutschen Staates. Also ein sozialistisches Deutschland. Ja, aber demokratisch. Was wussten Sie damals von der Sowjetunion? Ich wusste eines, dass die Sowjetunion die größten Opfer gebracht hatte im Kampf gegen die Nazis. Dass die Nazis nicht vernichtet wurden von den Amerikanern, die haben sehr dazu beigetragen, jawohl. Aber die Entscheidungsschlachten fielen im Osten, fielen bei Stalingrad, im Kurskaer Bogen und so weiter. Dort wurde die Macht der Nazis zerbrochen. Und ich hatte also dementsprechend sehr positive Gefühle
gegenüber der Sowjetunion. Nun wusste ich natürlich in Amerika, ich hatte Berichte gelesen über die Prozesse und über diese Dinge. Aber ich wusste auch, und das war meine Erfahrung gewesen, dass alles, was reaktionär war in Amerika und gegen das ich war, die attackierten die Sowjetunion. Und ich glaubte, das war nun also Propaganda, diese Berichte. Ich glaubte an die Echtheit der Prozesse, so wie der amerikanische Botschafter in Moskau daran geglaubt hat. Es war ja auch unvorstellbar, was da wirklich vor sich gegangen war und was die mit den Leuten gemacht hatten, um sie zum Geständnis zu zwingen. Als dann die Geheimrede von Chruschtschow am 20. Parteitag mir in die Hände kam und ich das las, da war es plötzlich, als ob bei einem Puzzlespiel die fehlenden Stücke auftauchten und in den Platz, wo sie hingehörten, hineinfielen. Da wusste ich, was geschehen war. Und dann begann ich zu suchen nach den Erklärungen, warum. Warum war das so gewesen? Es war doch nicht so, dass da eine Gruppe von bösen Menschen waren, die also böse Mittel anwandten, nur um bös zu sein. Sondern es gab Verhältnisse, die diesen und jenen Schritt erforderlich machten, wenn man so und so einmal entschlossen hatte zu verfahren. Dass diese dann zutiefst amoralisch waren, dass ein Stalin da war, mit Methoden, die also kein Mensch gesunden Verstandes billigen kann, die aber erklärbar sind aus der Lage der Sowjetunion 1917 schon und aus der Theorie heraus, die schon vorher entwickelt worden war. Aus einem Widerspruch heraus. Sehen Sie, es ist doch so. Reden wir mal über unser Jahrhundert. Reden wir mal über die Revolution. Über die Revolutionen, die ja kommen und kommen müssen. Die aus gewissen Gründen kommen. Die Revolutionen, die den Kapitalismus zerstören, kommen natürlich in den am schwächsten industriell entwickelten Ländern zuerst, weil dort die Verhältnisse am übelsten sind, am unerträglichsten, und weil dort die Leute aufstehen und sagen, nicht mehr so weiter, jetzt ändern wir. Sie sehen das in Südamerika und überall, wo Sie hingucken. Aber das sind die Länder, in denen der Sozialismus am schwersten zu machen ist. Denn der Sozialismus, das können Sie bei Marx nachlesen, auch bei Engels, der kann nur gemacht werden aufgrund einer hochentwickelten kapitalistischen Wirtschaft, die erstmal die Verhältnisse schafft, damit man überhaupt was zum Verteilen hat. Die Verteilung der Pauvreté, wie Engels gesagt hat, das ist kein Sozialismus. Aber in der Sowjetunion konnte es nur die Verteilung der Pauvreté sein. Daraus ergaben sich sämtliche Gewaltmaßnahmen, daraus ergab sich dieser unheimliche Apparat, der uns heute noch zu schaffen macht. Dieser Apparat, der auch für Tschernobyl verantwortlich ist. Nicht? Und daraus ergaben sich diese Verhältnisse, die zu auch der deutschen Spaltung geführt haben. Denn was konnten denn unsere Genossen im Osten machen, wenn sie da plötzlich die Macht bekamen? Und sie bekamen sie ja von den Russen, nicht? Die paar kommunistischen Leute, die es noch gab, und Sozialdemokraten und was auch immer. Was hatten sie denn als Vorbild? Womit konnten sie denn arbeiten? Doch nur nach dem Muster der Sowjetunion. Das Muster, das mit diesen Schwächen, aus historischen Gründen, guten historischen Gründen entstandenen Schwächen, behaftet war. So sieht das aus. Und damit sind wir heute konfrontiert. Und daraus sind also auch zahllose, ist auch ein Teil der Stoffe entstanden für meine Bücher. 1951
erschienen die Augen der Vernunft. Ja. Ein Roman über die Nachkriegsentwicklung in der Tschechoslowakei. Mhm. Ihr nächstes Buch ist dann schon gar nicht mehr in den USA erschienen, sondern in Leipzig. Ein gewaltiger Sprung, der sicher damals die Amerikaner so sehr erschrocken hat, wie jeden ordentlichen Bürger in der Bundesrepublik. Sie meinen, dass ich da in die DDR gegangen bin? Meine Abreise wurde veranlasst durch die McCarthy-Verfolgungen, in deren Folge auch Thomas Mann wegging und Charlie Chaplin wegging und Bert Brecht wegging und viele andere auch. Und so, ebenso ging ich weg. Und dass ich in die DDR kam, naja, wo sollte ich hin? Ne? Wenn ich also schon weg will aus dem amerikanischen Umkreis, dann setze ich mich nicht in eine amerikanische Dependance. Ich meine die Bundesrepublik. Ich habe das wohl verstanden. Das haben Sie verstanden. Sie sind in der DDR wohl aufgenommen worden. Sie haben im Jahre 1953 den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste bekommen. Das war 9 Tage nach dem 17. Juni 1953. Fühlten Sie sich wohl angekommen? Ich fühlte mich wohl angekommen vor diesem 17. Juni. Also sagen wir mal bis zum Februar etwa 1953. Da kriegte ich zum ersten Mal Wind, dass irgendetwas nicht stimmte. Und am 1. Mai bei der Demonstration marschierte ich mit, und zwar nicht bei den Schriftstellern, ich war zu spät gekommen, sondern bei irgendeinem Betrieb. Und sprach mit den Kumpels da. Und kriegte eine Dosis zu hören von dem, was die also an Beschwerden hatten und Bauchschmerzen. Das gab mir allerhand zu denken. Und dann kam der 17. Juni und der gab mir also ganz gehörig zu denken. Ich war während des Tages im Schriftstellerverband gewesen, habe da die komischsten Sachen erlebt, auch tragische. Und fuhr nach Hause und sagte mir, da hat der liebe Gott schon wieder einen Roman in die Hand gegeben. Das ist so seine Gewohnheit. Und dann fing ich an, den Roman zu schreiben. Da merkte ich erst, wie schwer das ist. Und dann habe ich daran gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Eine erste Fassung geschrieben und in beiden Sprachen. Und eine zweite Fassung auch wieder in beiden Sprachen. Und dann kam es heraus. Ich glaube, dann hat es gewirkt. In der Bundesrepublik kam es heraus, ja. Nicht in der DDR. Ja. Wie waren die Reaktionen von DDR-Lektoren oder Verlagsdirektoren, denen Sie das Buch vorgelegt haben? Die kannten also das Buch. Und schon die erste Fassung des Buches hatte ich ja eigentlich einen prominenten Genossen bei uns auf den Tisch gelegt, mit der Bitte, dass sie mir sagen sollten, wie machen wir das, wann machen wir das und so weiter. Und ich bekam die verschiedensten Antworten darauf. Und eine, die mir sehr wichtig schien, veranlasste mich, zumindest einverstanden damit zu sein, dass das Buch zunächst mal nicht erschien. Das war eine Antwort von dem Genossen Warnke, der damals der Chef der Gewerkschaften war, des FDGB. Und der mir schrieb, was Sie da also in Ihrem Buch haben, das ist ja alles richtig und ich kann es nur unterstützen. Aber leider sind unsere Arbeiter nicht reif dafür. Und da dachte ich, um Gottes Willen, das habe ich gar nicht bedacht. Vielleicht stimmt das. Bloß dann, 2 Jahre später, fiel mir einer, was ist das für ein Unsinn? Wenn die reif genug sind, um den Sozialismus zu erbauen, dann sollten sie auch reif genug sein, über sich selber lesen zu dürfen. Und da machte ich mich an die zweite Fassung. Wir haben eine Niederlage erlitten und einen Sieg errungen. Beides. Alles hängt davon ab, was wir aus dem Sieg machen, sagt der Held Witte am Schluss des Buches. Was wurde daraus gemacht? Es wurden gewisse Konsequenzen daraus gezogen. Ob sie die richtigen waren, weiß ich nicht. Ein führender Genosse sagte nach den Erlebnissen des 17. Juni, nie wieder eine Fehlerdiskussion. Ich halte das für einen... Natürlich, durch die Fehlerdiskussion war entstanden die Situation, wo die Leute sagten, na, wenn die Regierung selber sagt, sie macht solche Fehler, dann soll sie mal abtreten. Nicht? Aber keine Fehlerdiskussion heißt auch keine Kritik und keine Selbstkritik. Und es kann keinen Sozialismus und keine Demokratie geben ohne Kritik und Selbstkritik.
Also war diese Konsequenz falsch. Dann wurden andere Konsequenzen gezogen, die sehr praktischer Art waren. Erstens hat man nie wieder so eine Normerhöhung gemacht, so auf diese technische, kalte Art. Zweitens hat man aufgehört, so viel an die Sowjetunion abzuführen, wie man vor 1953 abgeführt hat. Im Gegenteil, es kamen Zuschüsse aus der Sowjetunion. Und dann hat man vielleicht auch versucht, ein bisschen besser mit den Arbeitern zu reden, was man bis dahin getan hatte. Aber so weit, dass das richtig gelungen wäre, dieses enge Verhältnis, dieses verständnisvolle Verhältnis zwischen oben und unten, so weit möchte ich nicht gehen. Die DDR, so habe ich jedenfalls als Leser dieser Bücher den Eindruck gehabt, wurde die Heimat ihrer Stoffe auch dann, wenn die Stoffe selbst ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Jahre von unserer Gegenwart entfernt sind. Die DDR-Wirklichkeit als Brennpunkt von Geschichte und Geschichten. Hm. Wissen Sie, wenn Sie das so sagen, dann komme ich eigentlich zu dem Gefühl, dass Sie mich als Heimatschriftsteller typisieren. Das bin ich nicht. Natürlich ist die DDR jetzt meine Heimat sozusagen. Aber die DDR, dieses kleine Land, das im Konzert der großen Staaten und der Mächte doch nur so eine Piccolo-Flöte spielt, widerspiegelt in sich die Entwicklungen, die einen viel größeren Maßstab haben, als sie bei uns zeigen. Und das kann man auch beziehen auf den König David, der eigentlich die Geschichte ist, die in der Bibel steht, in den Büchern Samuel 1 und 2 und Könige 1. Ein richtig gehender Roman, schon in der Bibel. Für mich war die Frage, wie schreibst du einen Roman über das Thema bei einer so starken Konkurrenz, nicht? Das war schwierig. Gut, das Buch konnte erst nicht erscheinen bei uns, dann kam Honecker an die Macht. Und dann durfte auf einmal nicht bloß der König David Bericht erscheinen, sondern auch das Buch über Defoe, den Autor des Robinson Crusoe, der als Schriftsteller in London an den Pranger gestellt worden war, 1702 oder so. Und dann durfte auch noch erscheinen ein drittes Buch. Und der LaSalle nämlich, der auch verboten war. Da LaSalle ja unter den drei Nationalheiligen des Sozialismus der Gefallene war, der gefallene Engel, nicht? Und aber die durften dann plötzlich erscheinen, das war also hervorragend. Und nun dachte ich, jetzt können wir also weitermachen, jetzt können wir auch das Buch über den 17. Juni rausbringen. Und es sollte auch erscheinen. Es war schon abgemacht, dass es zugleich erscheinen sollte, bei uns in einem Verlag und drüben bei Bertelsmann. Und dann kriegten sie plötzlich doch wieder kalte Füße und stellten solche Bedingungen, die ich nicht erfüllen konnte, und dann konnte es nicht erscheinen. Aber der Witz ist eben der, was ich Ihnen sagte, nicht? Wenn man so schreibt, dass am Beispiel sich die Konflikte der Welt zeigen, dann kommt man eben über die Grenzen hinaus. Die Grenzen der DDR, die Grenzen des Heimatschriftstellers oder was auch immer. Man wird zu dem, was die Stalinisten seiner Zeit so verdammt haben, ein Kosmopolit. Ich bin einer, ich gestehe es. Kritisch. Noch einmal in der Ära Ulbricht wurde es dann 1964, das 11. Plenum, ja, bei dem eine ganze Reihe von Künstlern und Schriftstellern, ja, kritisiert vielleicht wurde. Sie waren einer der Hauptkritiker. Ja, vielleicht hätte ich sagen sollen, dass mein Verhältnis zu Havemann in der Zeit begann, als ich über den 17. Juni schrieb, weil Havemann an dem Tag eine gewisse Rolle gespielt hatte. Er war ja mit einem Lautsprecherwagen losgefahren und hat den Arbeitern, zu den Arbeitern gesprochen. Er war der einzige oder einer der wenigen mutigen Leute, die damals, also Kommunisten, die damals ihr Gesicht gezeigt hatten. Ich kenne einige andere, die weggelaufen sind, nicht? Und ich wollte von ihm wissen, wie ich auch von anderen wissen wollte, was eigentlich geschehen war, was seine Ansicht war und so weiter. Und daraus entwickelte sich also eine Art Freundschaft. Und dann hielt er da seine Vorlesung, diese bekannten Vorlesung, wo er also dem Hager auf die Füße trat und einigen anderen Leuten. Und dann kamen diese Angriffe des 11. Plenums.
Und da wurde konstruiert, das war ja das Interessante, eine solche Gruppe. Die Gruppe Heim, Havemann, Biermann oder Havemann, Biermann, Heim, wie auch immer. Und ich wusste, was das bedeutet. Das Wort Gruppe ist ein Reizwort. Und unter diesen Verhältnissen schon ganz bestimmt. Nicht? Eine Gruppe ist immer eine Gruppe von Verschwörern und gegen die wird ein Prozess gemacht, dann werden sie aufgehängt. Ich musste also das zerschlagen. Und ich tat das mir nächstmögliche. Bei der nächsten Sitzung des Schriftstellerverbandes, der eigentlich einberufen worden war, damit ich mich dort hinstellen und Pater Beccavi sage, ich habe gesündigt und so weiter, werde es nie wieder tun und bitte nehmt mich in Gnaden auf, hielt ich eine Rede, die dauerte ungefähr eine Stunde, die hatte ich aber schriftlich vor mir, wo ich klarstellte, wiederum, wo sie gelogen und geschwindelt hatten. Und dass die Rede, die damals gegen uns gehalten wurde, nicht auf Fakten beruhte, sondern auf, ich möchte schon fast sagen, bösartigen Verleumdungen. Und ich wundere mich noch heute, dass die, die da am Vorstand saßen, mich nicht unterbrochen haben. Die haben selber zugehört, mit, weil sie das noch nie erlebt hatten, dass einer sich verteidigt. In all den Jahren, Herr Heim, gab es nie Momente der Angst, der Bedrohung, der Mutlosigkeit? Der Mutlosigkeit nicht, aber der Bedrohung, der akuten Bedrohung. Absolut. Wenn Ihnen die Staatssicherheit 24 Stunden am Tag, Ihnen und Ihrer Familie, nachfährt, immer zwei Mann in einem Auto, können Sie sich vorstellen, was das kostet? Bloß eine Woche lang, diese Besatzung? Nicht, das zahlt die DDR, nicht, das zahlen die Arbeiter. Aber wenn das passiert, nicht, dann kann es sein, dass irgendjemandem die Nerven durchgehen. Das ist dem Kunert passiert. Deshalb ist er weg. Nicht? Aber ich dachte mir, das gucke ich mir mal an. Das ist ja auch Material. Darüber kann man ja auch schreiben. Nicht? Ich habe das auch gemacht dann im Colin. Danach wollte ich Sie gerade fragen. Wann haben Sie gedacht, Sie sollten dieses Buch, diesen Roman Colin schreiben? Das ging schon eine längere Zeit. Das hängt zusammen mit den Prozessen, die damals bei uns in der DDR auch geführt wurden, die allerdings Gott sei Dank nicht zu Todesurteilen geführt haben. Nicht? Und das hängt auch zusammen mit der Frage, die ich hatte, nicht? Also wie soll sich denn ein Schriftsteller nun bei uns verhalten? Nicht? Und da kam ich auf die Idee, dieses Buch zu schreiben. Und erfand dann diese Situation, wo der Schriftsteller und der hohe Polizeifunktionär zusammen krank im Hospital liegen. Und nun miteinander das Leben, das sie sehr oft zusammengeführt hat, das gemeinsame Leben, dann noch einmal durchmachen und den Konflikt nochmal. Und wer hält das aus? Wer stirbt? Wer ist der Stärkere? Und vor allen Dingen lag mir auch daran, einen solchen Funktionär, einen solchen selbst Polizisten zu zeigen, der nicht etwa ein Schurke war. Nicht der Reinhardt in Hostages, der Kriminalkommissar, das war ein richtig gehender Schurke, ein Opportunist und alles. Aber dieser Mann war das nicht. Der war auch ein Revolutionär. Bloß einer, der zu dem Schluss gekommen war, man kann die Sache nur mit Gewalt durchsetzen. Wie waren denn die Reaktionen von Staatsfunktionären, als das Buch Colin im Westen erschien und ganz sicherlich von jenen auch gelesen wurde? Nee, also der Colin hat diesen Prozess erzeugt, nicht? Man wollte nicht sagen, wir haben eine Zensur und wir haben das Buch verboten, du hast gegen das Verbot verstoßen, also weg mit dir. Sondern man machte das über das Devisengesetz. Nicht? Und ich wurde also über Nacht zum Devisenverbrecher erklärt und als man das Urteil veröffentlichte, da wurde ich also, war so eine kleine Notiz in der Zeitung über das Urteil gegen einen Fahrraddieb oder sowas ähnliches. Nicht? War ganz lustig. Und die verfolgende Behörde, da es sich um Devisen handelt, da war natürlich der Zoll.
welcher der bewaffnete Arm des Finanzministeriums ist. Und ich wurde also verurteilt zu einer Strafe in Höhe von, die Höchststrafe, es war ja eine Verordnung, nicht ein Gesetz, nach der ich verurteilt wurde. Und die Höchststrafe war 10.000 Mark. Ein paar Jahre vorher war es noch 300 Mark gewesen, wurde ich auch verurteilt, hatte ich nur 300 Mark zu zahlen. Diesmal wurden es aber 9.000. Und Havemann, der zu gleicher Zeit auch ein Buch veröffentlicht hat, der musste sogar 10.000 Mark blechen. Und dann wurde festgestellt, dass auch diese 9.000 bzw. 10.000 Mark im Grunde eine Lappalie sind. Erstens sind sie in Ost. Und zweitens bringt es natürlich eine unerhörte Menge Publicity. Stellen Sie sich das vor. Diese 9.000 Mark, das war wirklich eine Investition, die sich gelohnt hat. Aber nun wurde ein paar Monate später von der Volkskammer ein Gesetz angenommen, das besagt, wer dieses Vergehen also begeht, wer ohne Erlaubnis ein Buch im Westen veröffentlicht, der wandert in den Knast, und zwar bis zu 5 Jahren. Und da veröffentlichte ich dann den Ahasver. Wiederum. Begabt. Und wartete, nun kommt der Staatsanwalt. Er hatte mich ja schon mal beim Colin besucht, nicht? Er kam aber nicht. Und niemals wurde der Paragraph 219 des Gesetzbuches, sogenannte Lex Heim, angewandt. Auch nicht gegen andere Schriftsteller. Auch nicht gegen die Jungen, die jetzt also in größerer Zahl ihre Werke im Westen veröffentlichen, ohne Genehmigung der Regierung. Und ich muss sagen, das ist etwas, was man dem Honecker zugutehalten muss. Der Honecker hat mal irgendwann bei einer Gelegenheit die Bemerkung fallen lassen, solange ich hier bin, will ich keine Schriftsteller im Gefängnis sehen. Das hat er anscheinend durchgehalten. Und dafür also eine Verbeugung. Dennoch, Erich Honecker konnte der DDR, der Kulturpolitik in der DDR, einen weiteren Tiefpunkt in der Entwicklung nicht ersparen. Es begann mit der Ausbürgerung Biermanns. Musste das so sein? Vielleicht ist diese Ausbürgerung Biermanns im Zusammenhang zu sehen, gerade mit dem Honecker-Satz, den ich Ihnen zitiert habe. Er wollte nicht ihn einsperren, was vielleicht von gewisser Seite gefordert wurde. Also hat man diesen Ausweg gewählt, der sich natürlich als sehr falsch erwiesen hat. Vielleicht hat man geglaubt, dass das keine Reaktion unter den Kollegen Biermanns, also unter den Schriftstellern, hervorrufen würde. Vielleicht hat man geglaubt, dass die Order parieren würden, weil sie wussten, das ist eben eine Regierungsentscheidung, damit also eine Parteientscheidung, und da müssen wir stramm stehen. Aber das ging nicht. Das ging an die Substanz der Schriftsteller. Und so sind wir zusammengekommen und haben also diesen Appell geschrieben und veröffentlicht. War das selbstverständlich? Es war, glaube ich, das erste Mal, dass sowas in der DDR und vielleicht überhaupt in einem sozialistischen Staat gemacht wurde. Und es waren ja die führenden Schriftsteller der DDR, die das taten. Es kamen dann Weiterungen, die unangenehm waren. Es wurde ein psychologischer Druck gemacht von offizieller Seite und der eine oder andere ist umgefallen. Aber das spielt keine Rolle. Das Wichtige war, dass es geschah und dass so etwas in dieser Art, wie es gemacht wurde, diese Ausbürgerung, glaube ich, nicht wieder geschehen wird. Es ist vielleicht auch nicht nötig, denn viele Künstler, viele Schriftsteller sind in der Folge der Biermann-Affäre freiwillig gegangen. Ja, das ist sehr bedauerlich. Ich finde das bedauerlich. Und auch für eine ganze Anzahl von diesen Schriftstellern hat es sich nicht als besonders gut für ihre Arbeit erwiesen, dass sie da weggegangen sind. Das sind Leute gewesen oder sind Leute, die ihre Wurzeln, ihre geistigen Wurzeln in dieser DDR gehabt haben und denen dieser Boden nun also entzogen worden ist, oder sie haben ihn sich selbst entzogen. 1981 erschien ein Buch, das
viele an den Ihnen schon als vielseitig bekannten Heimen dennoch überraschte. Sie selbst nannten es einen mythischen Roman. Gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen ein Weg in Ihre Kindheit gewesen, in jüdische Familie, in jüdischen Glauben. Sie meinen ASW? Ja. Schauen Sie, der ASW, das ist ein Wunsch, den ich mir erfüllt habe. Das ist eine Sage, die also schon in meiner Kindheit gewesen ist, die mich immer angezogen hat. Wie, weiß ich, 100 andere Schriftsteller auch, die darüber geschrieben haben. Die Geschichte eines Menschen, der ewig lebt. Was muss der alles erleben, der Kerl? Zum ersten Mal auch, im David war das ja schon drin, zum ersten Mal auch habe ich mich da auseinandergesetzt mit dem lieben Gott, der ja immerhin ein gewisses Gewicht hat im Leben der Menschen, auch wenn sie sagen, sie sind Atheisten. Und es kommt ja wohl mal bei jedem der Tag, wo er sagt, ja, was wird nun, war das nun alles, nicht? Sie sagen Zeugen des Jahrhunderts, nicht so ungefähr. Ich überlege mir, wie viel von diesem Jahrhundert habe ich nur schon gesehen. Und dann kommt die Frage, was mache ich nach dem Jahrhundert, wenn das Jahrhundert vorbei ist? Ja? Wo bin ich dann? Und die Beschäftigung mit dieser Frage ist auch in dem Buch drin. Natürlich kann ich keine gültige Antwort geben, ich weiß es auch nicht. Aber interessant ist die Frage doch. Oder? Sicher. Sind Sie Atheist? Schauen Sie, der liebe Gott ist ein Wesen, das die Menschen sich erfunden haben, weil sie eben die Antworten nicht wussten auf die vielen Fragen, die sie haben. Der Höhlenmensch, als er das erste Mal Blitz und Donner sieht, sagt, kann nur von oben kommen. Kommt ja auch von oben. Nicht? Und wir, die wir also heute viel weiterentwickelt sind und wissen, woher Blitz und Donner kommt, wir wissen immer noch nicht, woher kommt das Universum, in dem wir leben? Hat es einer gemacht? War es immer da? Oder wie? Was ist? Ne? Und da wir die Antwort nicht wissen, so setzen wir anstelle von X ein, der liebe Gott. Insofern bin ich also kein Atheist, weil ich ja auch das X sehe. Auf der anderen Seite kann ich mir kaum einen lieben Gott vorstellen, der sich darum kümmert, dass ich morgen nicht überfahren werde. Dazu bin ich ihm wahrscheinlich nicht wichtig genug. Oder hat auch nicht die Zeit dafür. Oder es gibt ihn auch gar nicht. Ich muss mich selber darum kümmern, dass ich nicht überfahren werde. Ich gucke dann nach links und nach rechts. Wenn Sie die Nachkriegsjahrzehnte sehen, hätten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt sich vorstellen können, dass die Rüstung immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter geht? Und auch im Moment ist kein Ende nicht abzusehen. Also nachdem es mal angefangen hat, war abzusehen, dass es immer weitergehen wird. Denn die handeln ja, diese Top-Leute da in beiden Großmächten, wie unter einem Zwang, wie hypnotisiert. Nach einer Logik, die ihnen als logisch erscheint und vielen anderen auch als logisch erscheint, in Wirklichkeit aber mit Logik überhaupt nichts zu tun hat. Denn die Logik müsste ihnen sagen, dass wir so weit gerüstet sind, dass wir uns überhaupt nicht leisten können, auch nur eine oder zwei von diesen Atombomben loszulassen. Stellen Sie sich vor, zwei Atombomben auf die Bundesrepublik oder auf die DDR. Da sind die Atomkraftwerke kaputt. Wir haben das doch jetzt erlebt bei Tschernobyl. Wir unterhalten uns nach Tschernobyl. Nicht? Es wird eine Zeit geben, wo man also unsere Periode einteilen wird in Vor- und nach Tschernobyl. Die wissen doch nicht mal, was sie mit den Salatköpfen machen sollen, wenn sowas passiert. Nur stellen Sie sich mal vor, da passiert was wirklich noch Größeres. Was machen Sie mit den Menschen?
Das ist doch unmöglich, diese Sache. Und wir können die Chefs dieser Großmächte nicht dazu kriegen, obwohl sie beide sagen, es geht nicht. Wir können keinen Krieg führen. Können wir sie nicht dazu kriegen, diese Waffen zu verschrotten? Was hält sie ab? Welcher Zwang? Oder ist es vielleicht doch notwendig, dass die Menschen die Dinge selber in die Hand nehmen? Wir, die Bevölkerung, und die oben zwingen, die Waffen zu verschrotten. Wenn sie sie nicht benutzen können, wenn schon eine einzige Explosion in einem einzigen Atomwerk solche Folgen hat, was wollen wir mit dem Zeug? Wenn Sie sich vorstellen, was für Geld gesteckt wird in diese Atomunterseeboote, in diese Atomraketen, in diese Entwicklungen für multiple Sprengköpfe und was weiß ich alles. Was hätten wir damit für Energiequellen, wirkliche Energiequellen, unschädliche Energiequellen entwickeln können? Sie werfen beiden Supermächten unverantwortliches Handeln absolut gegenüber den Lebenden und absolut den Nachgeborenen. Und den Nachgeborenen. Denn es ist doch, wir wissen doch heute, was machen Sie mit einem Atomreaktor, wenn er aufhört, noch funktionsfähig zu sein? Der strahlt für Tausende von Jahren. Wie wollen Sie das entsorgen? Wie viel Geld brauchen Sie denn dafür, um den dauernd wieder neu einzugraben? Und was hinterlassen wir den Leuten, die in, weiß ich, 1000, 2000 Jahren leben? Nun können wir sagen, das ist uns gleichgültig, wir leben heute. Aber ich glaube nicht, dass es einem, auch wir werden ja betroffen. Das kann uns nicht gleichgültig sein. Und ich meine, es ist eine Zeit gekommen, wo die alten Konflikte, politischen, Klassenkonflikte und so weiter, sie existieren weiter, sie spielen weiter eine Rolle. Sie spielen auch eine Rolle in dieser unheimlichen, verbrecherischen Entwicklung, die wir sehen. Aber sie sind nicht mehr die einzigen Konflikte und sie müssen dazu führen, dass auf allen Seiten unten die Betroffenen, die Menschen, sich zusammentun, um denen oben diese Umtriebe, diese Torheiten zu verbieten. Präziser, was ist die Rolle der Deutschen in dieser Situation? Die Deutschen sind die am ersten Betroffenen, wenn man das sagen kann. Obwohl sich jetzt herausgestellt hat, dass plötzlich die Russen die am ersten Betroffenen sind. Aber wir sitzen in der Mitte Europa, wenn es irgendwo bumst, dann bumst es hier. Und wir haben daher gemeinsame Interessen. Ursprünglich wurde mal gesagt, nie wieder soll von deutschem Boden ein neuer Krieg ausgehen. Vielleicht können wir stattdessen erreichen, dass vom deutschen Boden ein neuer Friede ausgeht. Und das liegt in unserem gemeinsamen Interesse. Ich meine, wir sollten doch ein Minimum tun können. Wir sollten erreichen können, dass die Atombomben, die bei uns in reicher Zahl gelagert sind, von ostdeutschem wie westdeutschem Boden wieder weggeholt werden. Von C-Waffen ganz zu schweigen. Wir sollten erreichen können, dass die Atomreaktoren auf beiden deutschen Seiten baldmöglichst stillgelegt werden. Wir sollten erreichen können, dass ganz Mitteleuropa in eine solche Zone verwandelt wird. Wobei ich sage, dass sogar einer der deutschen Staaten, wer es auch immer sei, welcher es auch immer sei, die Bundesrepublik oder die DDR, ruhig mit einer Vorleistung beginnen soll. Ruhig sagen sollen, wir machen es zuerst, ohne Bedingungen. Denn dann wird die andere Hälfte Deutschlands, die andere Seite, gezwungen sein, nachzuziehen. Dafür werden die Menschen schon sorgen. Da bin ich überzeugt. Auch die Menschen bei uns in der DDR würden, wenn die Bundesrepublik ihre Atombomben, die amerikanischen Atombomben, wegtransportiert,
dafür sorgen, dass auch die Sowjetischen auf unserem Gebiet wieder dorthin gehen, wo sie hergekommen sind. Also, eine der Aufgaben eines Schriftstellers heute, für diese Vision zu leben, zu arbeiten, zu schreiben? Ja, ich würde sagen, das ist auch, das ist eine, die Aufgabe eines Bürgers. Und ich bin auch ein Bürger, bin nicht nur Schriftsteller. Und als Bürger habe ich auch gewisse Pflichten. Und nicht nur Steuern zu zahlen, sondern auch mitzureden bei den Fragen, die das Leben aller betreffen.